Der linke Gender-Irrsinn, der unseren Kindern eingetrichtert wird, ist ein Akt des Kindesmissbrauchs. Ganz einfach. Hier ist mein Plan, um die chemische, physische und emotionale Verstümmelung unserer Kinder zu stoppen. Am ersten Tag werde ich Joe Bidens grausame Politik der sogenannten geschlechtsbestätigenden Pflege rückgängig machen. Ein Prozess, der beinhaltet, dass Kindern Pubertätsblocker verabreicht werden, die ihr körperliches Erscheinungsbild verändern und dass dann Operationen an minderjährigen Kindern durchgeführt werden. Können Sie das glauben? Ich werde eine neue Verfügung unterzeichnen, die alle Bundesbehörden anweist, alle Programme einzustellen, die das Konzept der Geschlechtsumwandlung in jedem Alter fördern. Dann werde ich den Kongress bitten, die Verwendung von Steuergeldern zur Förderung oder Bezahlung dieser Verfahren dauerhaft zu unterbinden und ein Gesetz zu erlassen, das die sexuelle Verstümmelung von Kindern in allen 50 Bundesstaaten verbietet. Ich erkläre, dass jedes Krankenhaus oder jeder Gesundheitsdienstleister, der sich an der chemischen oder physischen Verstümmelung minderjähriger Jugendlicher beteiligt, die Gesundheits- und Sicherheitsstandards des Bundes für Medicaid und Medicare nicht mehr erfüllt und sofort aus dem Programm ausgeschlossen wird. Darüber hinaus werde ich die Schaffung eines privaten Klagerechts für Opfer unterstützen, um Ärzte zu verklagen, die diese Eingriffe an minderjährigen Kindern unverzeihlich durchgeführt haben. Das Justizministerium wird gegen Big Pharma und die großen Krankenhausnetzwerke ermitteln, um festzustellen, ob sie absichtlich die schrecklichen Langzeitfolgen von Geschlechtsumwandlungen vertuscht haben, um sich auf Kosten der verletzlichen Patienten zu bereichern. In diesem Fall sehr verletzlich. Wir werden auch untersuchen, ob Big Pharma oder andere illegal Hormone und Pubertätsblocker auf den Markt gebracht haben, die in keiner Weise für diese Verwendung lizenziert oder zugelassen sind. Mein Bildungsministerium wird die Bundesstaaten und Schulbezirke darüber informieren, dass jeder Lehrer oder Schulbeamte, der einem Kind suggeriert, es könnte im falschen Körper gefangen sein, mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen muss, einschließlich möglicher Bürgerrechtsverletzungen, wegen sexueller Diskriminierung und der Streichung von Bundesmitteln. Als Teil unseres neuen Gremiums für die Zulassung von Lehrern werden wir eine positive Erziehung über die Kernfamilie und die Rolle von Müttern und Vätern fördern und die Dinge feiern, die Männer und Frauen unterschiedlich und einzigartig machen, anstatt sie auszulöschen. Ich werde den Kongress auffordern, einen Gesetzentwurf zu verabschieden, der festlegt, dass die einzigen von der Regierung der Vereinigten Staaten anerkannten Geschlechter männlich und weiblich sind und dass sie bei der Geburt zugewiesen werden. Der Gesetzesentwurf wird auch klarstellen, dass Gesetz Nummer 9 Männern die Teilnahme an Frauensportarten verbietet. Und wir werden die Eltern davor schützen, dass sie gezwungen werden, ihrem minderjährigen Kind zu erlauben, ein neues Geschlecht und eine neue Identität anzunehmen. Die Identität wird nicht neu sein und sie wird nicht ohne elterliche Zustimmung sein. Kein seriöses Land sollte seinen Kindern sagen, dass sie mit dem falschen Geschlecht geboren wurden. Ein Konzept, von dem man in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nie etwas gehört hat. Niemand hat je davon gehört. Was ist heute los? Das alles hat die radikale Linke vor ein paar Jahren erfunden. Unter meiner Führung wird dieser Wahnsinn ein Ende haben. Ich danke Ihnen sehr.